Ja, also hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial von Mimendo. Ja, also wir waren da. Hinweise zur Aktualisierung, unverständliche Sprach, Unterstützung. Jetzt ist hier das Netzwerk hergestellt, das ist aber vorher so ein Strich durch. Ich hatte nämlich vorher nicht angeschlossen angewählt. Da, in, noch nicht da. Unter Geräte. Netzwerkadapter. Da habe ich was Falsches angewählt und zwar. Mach. Da habe ich Kabel verbunden gemacht. Ausgewählt und ja, gut. Gut, so passt. Und jetzt, wenn wir diese Aktion jetzt durchführen machen, dann lädt das jetzt auch wirklich runter. GNOME Language Selector. GNOME, das ist der Kernel, auf dem dieses ganze Ubuntu basiert. Aktualisieren. Passwort MyWindows. Okay. So, das heißt, 7 von 17 wird da runtergeladen. Machen wir mal einzelne Dateien anzeigen. So, dann sehen wir jetzt schon mal, was der da runterzieht. Das ist fehlgeschlagen, das war noch gerade von gerade aus. Also, und wir sehen dann jetzt hier auch die Adresse. Ja, wir sehen jetzt dann einfach mal schön die Sachen. Ja, der lädt das jetzt erstmal runter. Und dann wird das installiert und dann haben wir schon mal die neuesten Sprachpacks quasi, obwohl das eigentlich schon so passt. Wahrscheinlich dann auch für die Konsole oder so. Und dann gehen wir nochmal auf Sprache und Text. Das war dieses Dings und das müsste jetzt dann gleich verschwinden, wenn Informationen verfügbar weg ist. Ah, okay. Kann ich mal jetzt nicht answitchen. Da, gut. 32 von 42 sind wir gerade. Ja, und wieso lädt das jetzt nicht runter? Geht doch. Naja. So, jetzt installiert er das jetzt wahrscheinlich nochmal. Und dann bekommen wir jetzt quasi hier dieses Auswahlfenster und da können wir das dann gut auswählen. Ja. Ja, Details. Diese Open Office-Dinger da, die müssen wir noch runterladen. Und das ist sehr wichtig, weil sonst haben wir Open Office nur in Englisch. Und das wollen wir ganz sicherlich nicht, wenn wir auch nur das englische Wörterbuch. Also installieren. Also lädt jetzt für Firefox, für alle Programme, die hier drinnen sind, lädt er jetzt die ganzen deutschen Sprachpacks runter. So, jetzt werden die ganzen Dateien runtergeladen. Es sind nochmal 22. Das könnte jetzt ein bisschen dauern. Ja, also durch dieses Virtual Box-Dingens wird das natürlich auch ein bisschen verlangsamt, die ganze Geschichte durch Virtual Box an sich, weil es ist ja so, Virtual Box lädt in Windows quasi runter und dann überträgt es in dieses Ubuntu. Und das kostet natürlich auch nochmal ein bisschen Zeit, ja. Aber ja, und wir sehen, jetzt wird hier gerade Open Office die deutsche Hilfe heruntergeladen. Woggerman, was auch immer Woggerman sein mag. Ja, hier User Guide, das ist quasi das Benutzerhandbuch für Ubuntu. Eigentlich für den Kernel, aber da Ubuntu ja auf diesem Kernel beruht,
Es ist natürlich auch ganz sinnvoll, da vielleicht ein bisschen deutsches Material sich runterzuladen. Ja, das macht er jetzt alles ganz automatisch. Und ja, natürlich dauert diese deutsche Hilfe runterladen auch ein bisschen. Sehen wir wieder das Archiv. Wie gesagt, ich habe hier das Lookit. Das ist der, ja, ich sage jetzt mal Deckname für dieses Ubuntu hier. Quasi für die 10.04 Version. Und ja. So, jetzt sind wir bei der hier. Ich frage mich sowieso, der gerade die englische Hilfe runterlädt. Aber das wird schon seinen Grund haben. Wahrscheinlich, naja. Ich spekuliere jetzt einfach mal gar nicht und lassen erstmal machen. Ja. Also, Netzwerkverbindung ist aktiv. 1 Stunde, nein. Drum. Das hätte ich dann nämlich abgebrochen. Ja, jetzt lädt er wieder eine englische Hilfe runter. Das ist komisch. Naja, aber das wird schon stimmen. Stimmt auch, also ist nicht falsch. Der nimmt jetzt für alles, auch für Gedit und so. Da und Tomboy, Notizen, Terminal, da installiert jetzt überall das deutsche Sprachpack. Außer, ich glaube, fürs Terminal, das ist immer Englisch, das ist ja auch in Windows so. Und ja, Änderungen anwenden, Details können wir wieder machen, weil wir die Pros sind. Hier Details. Ja, Konfiguration der Pakete. Als abgewählt ist. Also hier sehen wir jetzt mal die ganzen schönen, das Protokoll, weil das sind nicht die Befehle schauen etwas anders aus. Das kann ich schon mal vorwegnehmen. Das ist quasi nur für uns das Protokoll, das ist auch nicht für die Experten. Weil die Experten nur unter die ganzen Befehle sehen, und zwar jeden einzelnen Befehl und nicht nur quasi deren Zusammenfassung. Ja. Und hier steht immer vormals abgewählt, weil, naja, es ist ja klar. Denn wenn, das war ja früher nicht ausgewählt, das haben wir jetzt erst nochmal angewählt, um das noch zusätzlich runterzuladen. Ja, also das dauert jetzt ein bisschen, bis das alles so ausgeführt und installiert wird. Bei Ihnen wird das dann etwas schneller von statten gehen, da ich ja hier erstens gerade aufzeichne, zweitens nicht so einen super PC habe, wie vielleicht jedem aufgefallen sein sollte, und drittens eine virtuelle Maschine unter Screencast-Einfluss wird exponentiell schlechter, weil Windows mehr verbraucht und die virtuelle Maschine muss Windows noch, ich sag mal, 10-20% einfach zurücklegen, damit das ganze System nicht abschmiert. Und das heißt, hier ist es einfach viel langsamer. Es wird nicht einfach das abgezogen, sondern es wird das immer noch mal langsamer und noch mal langsamer und noch mal langsamer. So. Und jetzt müsste es eigentlich. Ja. Fertig sein. Alle Änderungen wurden erfolgreich vorgenommen. Sie können das Fenster nun schließen. So, jetzt wird es nochmal überprüft und jetzt dürfte eigentlich nichts mehr sein. Genau, passt. Deutsch, systemweit anwenden. Text, Deutsch, Deutschland, systemweit anwenden. Passt alles. Egal, da brauchen wir jetzt mal nichts. Das können wir zumachen. Dann können wir das auch zumachen.
Keller. Okay, so kann ich jetzt nicht mehr zu meinem. Oh, okay, dann voll. Ausschalten. So. Okay. Okay. Hallo? Okay, bitte abonniert mich. Ciao, euer Melvindo.